Herzlich willkommen zu Forza Motorsport 5. Heute die Tuning-Folge mit einem X5. Ich hab einen, aber der sieht einfach nur noch scheiße aus und deshalb werde ich ihn jetzt verkaufen. Beziehungsweise einfach nur entfernen. Ich hab schon gedacht, alle Autos sind jetzt weg. So, Auto kaufen. BMW, BMW, BMW. Ich mag eigentlich BMW gar nicht. Ich bin mehr so der Daihatsu-Typ. Immer diese scheiß Mainstream-Cars. Da ist er, der M6 Coupé. Den will ich. Aber kein DLC. Kaufoption. Gibt's da echt nichts anderes? Nichts. Ich muss mal gucken, ob ich noch Xbox Live Gold habe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber wenn doch, da muss ich mal gucken, ob man den damit zahlen kann, dass man, wenn man Goldmitgliedschaft hat, den kaufen kann. Das wäre natürlich der Oberhammer. Dann nehme ich natürlich alles zurück. Ach ja, und ich schwitze wie sonst was wieder. Das ist echt ekelhaft. Nein, nicht Hersteller folgen. Ich möchte, was haben wir, in Rot, in Schwarz haben wir den. Ich hätte den anderen auch einfach nur umlackieren sollen, gell? Herstellerfarben, normale Farben. Schwarz natürlich sieht er sehr böse aus. Was ist mit Weiß? Und Weiß sieht er auch recht nice aus, ne? Orange. Mm-mm. So ein Giftgrün. Gelb. Boah. Blau. Ich kaufe mir den jetzt erstmal in irgendeiner Farbe. Und tu den dann mal speziell lackieren. Speichere Inhalt. Bitte die Konsole nicht ausschalten. Ich drück aufs Knöpfchen. X5 M. Dieses Betonen immer. M. X5 M. So, Auto lackieren. Aufkleber. Neue Ansicht. Dach, Motorhaube. Oh, Panoramadach haben wir. Neue Schicht. Muster anbringen. Ich habe noch nie. Oh, geil. Ich habe noch nie sowas gemacht. Community, Community. Oh, da gibt's geile Sachen. Rennstreifen. Ups. Flackert's doch. Also mit so Aufkleber und so, da bin ich noch nicht so. Das muss ich mir noch mal genauer angucken. Verlassen ohne zu speichern. Da gehe ich doch lieber mal hier auf Lackieren. Das kann ich schon eher. So. Die komplette Karosserie. In was können wir die Spezialfarben? Vorherfarben. Gut, in Spezialfarben, das ist so halt das Typische. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht so wie bei Forza Horizon so Mattlack oder sowas hat. Das finde ich ein bisschen schade. Oh, so Holzoptik. Nam, 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 nam. So Gitterchrom ist ja auch hässlich. So gut, die Herstellerfarben. Normal, was haben wir denn da jetzt? Jetzt müssen wir mal uns entscheiden. Immer so ein Dunkelrot. Gott, nee, das sieht auch nicht so schön aus. So ein schönes Pink. Das pinke Monster? Ja, komm, wir machen da ein pinkes Monster draus. Mit einer schönen Motorhaube. Ach, das sieht ja nice aus mit dem Blau. Komm, da knall ich ein Blau drauf. Gott, das Auto wird so hässlich. Es tut mir leid. Für alle BMW-Fahrer, die nicht die sollten, lieber abschalten. Gott, das sieht so hässlich aus. Das sieht. Ach nein. Das sieht so grauenvoll aus. So schwarze Felgen, gut, das sieht noch gut aus. Weiße Felgen? Nein, nein, nein. Pinke Felgen, ja. Oder soll ich den einfach nur rein pink machen? Ach, das Innenarterieur, das wird.
Ja, dann machen wir natürlich auch ein schönes Pink ins Innere. Herzlich willkommen zu unserem pinken Monster. Gott, das sieht so grauenvoll aus. Es tut mir leid für alle BMW-Fahrer. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir echt leid. Aber seht's positiv, es wird ein Monster auf Rädern. Wir machen gleich mal Umbauten. Was können wir denn da machen? Wir können einen 5er 2L reinhämmern. Die jetzige Leistung ist natürlich definitiv besser als beim V10. Ist natürlich klar. Was haben wir hier beim Antrieb? Da möchte ich gerne nach Allrad. Haben wir schon nur Heckantrieb? Gut, das können wir vergessen. Wenn ich würde gern wissen, was der jetzt für einen Motor drinne hat. Jedenfalls unsere Anfangsleistung ist definitiv besser. Das Drehmoment. Die Leistung, das Drehmoment, die steigen gleich. Wenn wir die hochtunen, ich weiß nicht. Ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wie viel PS der hat. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich meine, haben wir mit dem hier 500 PS? Ach, ich mach's einfach scheiß drauf. So, Antrieb wechseln, Luftsystem. Ach ja, der Turbo, der muss natürlich rein, der Biturbo. Das Zentrifugal-Dingens, das bringt nicht so viel Leistung, auch wenn es teurer ist. So, schnelles Upgrade. Nee, brauche ich nicht. Ich tune mein Auto lieber selber. So, wir haben hier ein Rennansaugsystem haben wir da. Kraftstoffanlage, natürlich auch bessere Kraftstoffanlage. Tritt zur Verbesserung der Verbrennung bei. Aber ich sehe schon, wir haben eine super Beschleunigung. So, vielleicht wird das der Konkurrent zum Golf. So, natürlich eine bessere Nockenwelle. Gott, das geht ins Geld. Ups, Zeit, wir haben etwas übersprungen. Die Ventile. Krass, dass einfach nur bessere Ventile das Auto auch verbessern. Ich glaube, ich tue meinen auch umbauen. Da habe ich heute was Geiles gesehen. Ich bin zu meinem Zooladen gefahren, habe mir da meine Garnelen geholt. Wer steht da einfach so an der Kreuzung? Steht da einfach mal so ein Lamborghini Aventador in weiß? Steht da ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Oh, der Turbo, der haut richtig rein. Da steht einfach mal so ein scheiß Aventador. Ich war voll aus dem Häuschen. Ich habe den Daumen hoch gezeigt. Hat er zurückgehupt. Gehupt. Und also, ich wäre dem am liebsten nur noch hinterhergefahren. Ich hab den so gefeiert. Ich war voll aus dem Häuschen. So, schöne Stoßdämpfer. Oh, Tieferlegung. Sieht scheiße aus, aber egal. Wir können ja das Fahrwerk dann wieder hochpumpen. Stabilisatoren brauchen wir auch, sonst bricht uns das Auto in der Kurve unglaublich aus. Deswegen, weil wir haben ja ein paar PS mehr. Und es werden noch mehr. Ach halt, ja. So Notrad und so, das brauchen wir eigentlich nicht. Über Rollkäfig, scheiß auf Rollkäfig. So, raus mit Ersatzrad und so weiter. Soundanlage und so muss natürlich drinnen bleiben, ne? Also, so, Antrieb, da können wir eine neue Kupplung, eine Rennkupplung. Wir haben jetzt schon eine unglaubliche Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Starten 9,8. Oh, das geht aber. Also beim Renngetriebe ist das Starten scheiße. Da gehe ich lieber aufs Sportgetriebe. Vielleicht baue ich das auch noch beim Golf ein. Ich glaube, da habe ich nämlich das Renngetriebe drin. So, die Carbonwelle. Gott, was ist mit der Stimme los? Differential, falls man es mal braucht. So, Felgen. Machen wir andere Felgen rein? Ich weiß es nicht. Ich würde schon sagen, oder? Machen wir mal hier. Was haben wir denn da? Gefallen mir nicht. Die sind alle die gleichen. Ja, die sehen schon besser aus. Was haben wir denn da so? Auch sehr viel.
Die sehen eigentlich ganz gut aus. Ich nehme die hier. Ist mir egal, ich mach die jetzt. So, fertig. So, Reifenmischung machen wir. Machen wir Slicks. Weniger. Machen wir mal die Halbsticks. Nicht so nenne ich die immer. Natürlich volle Schlappen drauf. Dass der Gute auch schöne Schuhe hat. Ups. Felgen haben wir ausgewählt. Natürlich die Größe. Da müssen richtig schöne Klopper ran. So. Das ist mein Auto. Gott, sieht der hässlich aus. Ah, Aerodynamik. Ich weiß nicht, sollen wir vorne einen Spoiler dran machen? Sieht aber scheiße aus. Vielleicht ein Heckspoiler, der könnte sich ganz gut machen. Ja, der Heckspoiler, der macht sich ganz gut. Den nehmen wir mit. Einstellbar. Den Heckspoiler nehmen wir mit. Umbauten. So, hallo und herzlich willkommen zu How Tune a Car. So, Reifendruck. Das Ding soll mehr beschleunigen, also machen wir den Reifendruck mal ein bisschen runter. Dann haben wir mehr Grip und gehen besser nach vorne. So, Übersetzung. Wir haben 334 Top Speed, 3,1 von 0 auf 100. Ich mach die mehr mal auf Beschleunigung. Oh, das geht aber auf die Höchstgeschwindigkeit. Uiuiui. Nee. Da bleibe ich mal lieber bei den Großen. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf die Geschwindigkeit. 336. Ich will 340, möchte ich gerne. Das wäre ein schöner Top-Speed. Fast. So. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Na, da ändert sich nicht mehr viel. Gut, dann gehe ich wieder 3 nach vorne. Radsturz. Vorne, hinten, vorderer Nachlauf. Brauche ich nicht. Stabilisatoren sind hart eingestellt. Federn, Fahrwerkshöhe. Stellen wir natürlich... Alter, fast einen halben Meter hoch. So, das bleibt so Aerodynamik. Vorne bleibt, hinten setzen wir mal mehr auf Geschwindigkeit. Die Bremsen. Verteilung machen wir mal 60% vorne. Und gehen noch ein bisschen auf die Bremskraft. Und das Differential, Beschleunigung. Da weiß ich nicht, ich sag mal niedriges Differential. Geht nicht auf die Beschleunigung. Verzögerung. Hoch. Hm. Ach, das gibt... Ah, verstehe. So, dann machen wir vorne weniger Beschleunigung als hinten. Hinten machen wir voll. Und vorne soll er zuerst anziehen. Da ist die Verzögerung recht niedrig. Genau, und hinten ist die Verzögerung recht hoch. Genau. Und die Verteilung soll mehr auf die Hinterachse gehen. Dass wir hinten mehr Power haben. So, machen wir mal eine Testfahrt. Das machen wir am besten hier auf unserem Testtrack, auf dem großen Gebiet. Da können wir nämlich fahren, wie wir wollen. Mal richtig hinsitzen. Ich muss jetzt für Crysis dringend mal was zu saufen holen, ey. Ich ersterbe hier. Ich ertrinke vor Luft. Oh, shit. Wenn ihr die ganzen Aufnahmen immer so ein Plätscher im Hintergrund hört, das hört, ist mein Aquarium. Ich höre das durch die Kopfhörer nicht. Das habe ich eben gerade gehört, weil ich die abgemacht habe. Oh Gott, sieht das Auto kacke aus. Es tut mir echt leid. Oh, man hört den Turbo schön fauchen. Der hört sich an wie ein... Ernsthaft? Pinke Scheiben. Es tut mir echt so leid. Ich habe den so verunstaltet. So, dann fahren wir mal langsam los.
Das ist ein X5 nach meinem Geschmack. Der geht aber gut ab. Ui, 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 ui. Langsam brauner. Pinker. Ist ja pink. Ganz ehrlich, ich glaube, von Antrieb her haben wir hier den Motor vom Gallardo drin, weil sich der so anhört. Hört sich so an, ne? So, dann fahren wir mal langsam los. So, zweiter Gang. 5000 Umdrehungen. Wenn man da jetzt mal voll drauf latscht. Boah, der zieht langsam, zieht er weg. So, wir gehen die Bremsen rein. Sieht man nicht. Auch kaum im zweiten Gang driften? Ist nicht? Ja, doch. Aber gerade so, ne? So, ein paar Donuts drehen. Ui. Ich habe das Auto einfach so verunstaltet. Es tut mir echt leid. Ach, wir haben ja ein Allrad, deswegen geht das so ein bisschen runter. Oh, der ist aber gut heile geblieben. Ups, falscher Gang. Also wir haben ja eine recht hohe Fahrwerkshöhe. Sag mal, hör doch mal auf, dich jetzt zu drehen. Ich glaube, wir haben zu viel Kraft auf der Hinterachse. Das müssen wir mal besser verteilen. Das mache ich, glaube ich, beim Golf auch noch. Das Geile ist an dieser Map, man kann jetzt auch hier in die Hangars reinfahren. Boah. Also vom Handling her ist der ganz schön scheiße. Und dass der im zweiten Gang in der Beschleunigung beziehungsweise beim Driften abkackt, das finde ich ein bisschen schlecht. Also da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Oder so ein bisschen Need for Speed Style, finde ich auch ganz geil. Dann können wir hier in die Container rein. Oh. Ups. Upsala. Finde ich geil, dass die Scheibe oben eingedellt ist und nicht zersprungen ist. Das will ich jetzt gerne mal in der Wiederholung sehen. Ach, wir haben keine Wiederholung. Kacke. Aber er faucht ganz schön. Also der Turbo, der faucht ganz schön. Der hat ganz schön zu arbeiten, der B-Turbo. Aber das ist mal ein X6 nach meinem Geschmack. X5. Und unter die 747. Hui, Wand! Au! Ist ja egal, wir haben keinen Überrollkäfig. Also, was soll groß passieren? Gott, der rutscht aber auch wie sonst was. Also da muss ich die Ach, ich kann das ja hier ändern. Das kann ich ja... Hier, Tuning-Einstellungen, da haben wir es doch. So, Übersetzung, Ausrichtung, Stabilisatoren. Federn, ganz ehrlich, wir setzen den mal so weit runter wie möglich. Ist, glaube ich, für ein Speed-Auto besser. Aerodynamikbremse ist ganz okay. Da... Verzögerung hatten wir hier bei 50, Beschleunigung 50%. Wir machen mal folgendes, wir machen mal hinten
Die Verzögerung auch recht wenig, 20%. Ne, machen wir ein bisschen mehr, dass wir Verzögerung haben. Beschleunigung hier. 80% kommen auf die Hinterachse und gute 60% auf die Vorderachse. Mal sehen, ob das was bringt. So, merkt man was von der Höhe? Ja, er ist definitiv tiefer. Ist der vorne abgehoben? Nee, hat sich nur sagen gehört. Aber ich will mal gucken, ob das geht. Wir stellen mal die Federn so weit runter wie möglich. Federn vorne recht weich, dass wir schön einlenken können. So, und hinten die Druckstärke so weit runter wie möglich. Jetzt machen wir folgendes: Beschleunigung 0 und alles hinten. Nein, nicht alles, machen wir so. So, 1% der Motorkraft kommt vorne an. Nee, das passt nicht ganz. Das passt nicht, das passt nicht. Und so habe ich nach und nach den Golf hochgetuned. So, Federn, die machen wir mal echt so weit runter wie möglich. Na komm. So. 47 Fahrwerkshöhe. Machen wir auch mal ein bisschen hoch. Na! So, Fahrwerkshöhe machen wir hoch, dann schlenkern wir schön. Das wird lustig. Scheiß auf Traktionskontrolle. So, das machen wir runter, das machen wir runter. Bremse ist gut, Differential lassen wir mal so. Das finde ich geil. Können wir was ausprobieren? Moment. Nee, das macht die Physik Engine nicht. Wenn das Auto zum Stehen gekommen ist, dann ist ja nochmal so ein Rückschlag. Der ist vorne abgehoben. Der ist vorne abgehoben. Kurzzeitig. Wir haben ja hier so eine Anhöhe. Oh, du Scheiße. Habt ihr das Rumsen gehört? So. Na, schade. Aber es geht. Also die Autos heben vorne doch ab. Boah, der Turbo hat versagt. Der schlenkert so schön. Hui. Bremsen gehen schon ganz schön rein. Aber so kann man mal richtig schön die Physik-Engine auch von Forza testen mit diesen, ich sag mal, kleinen Tests. Hier sind die, kann man mal sehen, wie die einknicken. Lustig. Auch so die G-Kraft und sowas finde ich richtig geil. Wir werden gerade mit 1G in den Sitz gepresst.
Und auch so von den Rädern her an Geschwindigkeit, das finde ich auch ganz geil. Was auch so an Radsturz und so da ist. Auch die Temperatur von den Reifen finde ich auch eigentlich sehr geil gemacht bei Forza. Und natürlich hier unsere Schadensanzeige, die bei mir eigentlich immer voll ist. So, und zack. So, ein bisschen um die Kurve. So, ich würde mal sagen, wir machen da mal wieder einen Folgencut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Forza Motorsport 5. Da machen wir da mal ein schönes Highspeed-Rennen in Le Mans. Da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, welches schöne Auto wir da nehmen.